Wir haben ein Grundgesetz. Wir sind ein deutscher Staatsbürger. Und ich verlange meine Verfassung zu mir selbst. Daraus resultiert auch schließlich mein Verhalten. Das heißt, Sie sind deutscher Staatsbürger und kein Reichsbürger? Also, wenn Sie mir erklären können, was ein Reichsbürger ist, dann unterhalte ich mich gerne mit Ihnen. Was ist ein Reichsbürger? Also, ich weiß nicht, bitte sagen Sie mich nicht darauf fest. Ich weiß, es gibt irgendwie in Schweden eine Reichspolizei. Aber ob das jetzt damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber was ein tatsächlicher Reichsbürger in diesem Land ist, weiß ich nicht. War denn das Deutsche Reich jemals ein bürgerrechtliches Subjekt? Oder gab es nur die Bundesstaaten? Was sind Sie denn dann? Bitte? Was sind Sie denn? Ein deutscher Staatsbürger durch Einbürgerungsurkunde. Ich kann das sogar beweisen. Deutscher Staatsbürger gemäß Artikel 116. Und was sagen Sie heute zu Ihrer Anklage? Welche Anklage? Eine widerrechtlich geführte Anklage. Da kann ich mich noch nicht rechtlich darauf verteidigen. Ich muss doch meine Rechte sichern, um dann entsprechend darauf antworten zu können. Das ist also in dem Fall die Verfassung. Und das bedeutet, wenn Sie also zu jemandem nach Hause kommen, dafür haben wir doch Grundrechte. Und nicht legitimiert sind, dann können Sie doch nicht erwarten, dass die Bürger sich neuerdings hier aufwachen und aufgeben. Sind wir hier in der Türkei? Sind wir hier in Dubai? Werden die Leute neuerdings, weil sie ihre Bürgerrechte verteidigen, auf offener Straße abgeschossen? Ist das nicht? Das gilt es doch herauszufinden. Also der Polizeieinsatz war illegal. Bitte? Also der Polizeieinsatz war illegal. Danke für den guten Tag. Es gibt sowas wie Anwälte. Wir haben es in einem Jahr nicht geschafft, ein Protokoll herbeizuführen aus der Akte, was diesen Einsatz legitimiert für die Bundesrepublik Deutschland. Geschweige denn, dass ich aus dem Grundgesetz Sachsen-Anhalt bin. Wir müssen doch herausfinden in diesem Land, was haben wir als Rechtsgrundlage, also tatsächliche Rechte und Rechtsvermutung. Das interessiert ja mich. Das ist doch meine Pflicht als mündiger Bürger und als Vater. Denn also daraus plötzlich heißt, ja, finanzielle Nöte haben den dazu bewegt. Dann muss jedem scheinbar Hartz IV erkennen gewesen sein. Also Sie sind unschuldig. Bitte? Sie sind unschuldig. Wer ist unschuldig? Sie. Was ist jetzt die Schuld, der Schuldvorwurf? Was wirft man mir denn vor, wenn der Artikel 20, ich lese Ihnen das ja gerne vor, ich weiß ja nicht, ob Sie das Grundgesetz jemals durchgelesen haben, aber da steht drin, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Der Absatz 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Stimmt das? Stimmt. So. Also wenn ich Widerstand leiste, weil er sich mir lieber nicht legitimieren kann, ich kann ihn jetzt nicht böse werden, aber ich kann ihn nicht als Polizisten erkennen, dann muss ich doch darauf hinweisen, ein maskierter Räuber. Was unterscheidet ihn zwischen einem Bankräuber und einem Polizisten? Ja, in Deutschland hat das Gewaltmonopol immer noch der Staat. Ja, dann deswegen finde ich doch heraus, da muss ich doch legitimieren können, oder nicht? Verstehen Sie, wir lesen doch in den Medien, verkleidete Polizisten überfallen alte Leute, gehen zu denen nach Hause, rauben die aus. Das lesen wir doch jeden Abend, oder nicht? Und jetzt brauche ich doch Rechtssicherheit. Was macht ihn zu einem Polizisten? Das ist eine Legitimation. Was macht einen Polizeieinsatz? Die anständige Unterschrift. Was ist eine Unterschrift? Eine Unterschrift können Sie in der Strafprozessordnung lesen. Das heißt, der volle bürgerliche Name. Sagen Sie mal, würden Sie Ihren bürgerlichen Namen verraten? Nein. Das bedeutet, mit wem spreche ich überhaupt? Sie nennen mich Ursache, weil Sie mich so bezeichnen. Ist das mein bürgerlicher Name? Oder bin ich juristische Person? Wir haben Rechtsfragen zu klären. Was bedeutet die Staatsangehörigkeit Deutsch? Was ist das? Denn deutscher Staatsangehöriger, lesen wir ebenfalls aus der Strafprozessordnung, befindet sich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. In Deutschland, im Gebiet. Wissen Sie, wo das steht? Artikel 18 BVG. Und haben Sie geschossen? Bitte? Haben Sie geschossen? Wie soll das denn möglich sein? Haben Sie schon mal die Bilder angeschaut? Ich frage Sie. Nein, haben Sie die Bilder sich schon mal angeschaut und haben Sie das Video jemals gesehen? Haben Sie das? Geschossen? Habe ich nicht. Kann natürlich nicht. Habe ich nicht geschossen. Ich leiste Widerstand. Widerstand, wenn mich Leute also zu Hause überfallen, unser Eigentum. Schauen Sie. Ich kann mal was
gewährleistet unser verfassungsrechtliches Grundrecht nicht dem deutschen Staatsbürger einen Bereich privater Lebensgestaltung, der unantastbar und jeder Erwirkung der öffentlichen Gewalt entzogen ist, dass selbst der schwerwiegende Interessen der Allgemeinheit nicht den Eingriff in diesen Kernbereich rechtfertigt. Wird nicht bei gezielter oder bewusster Missachtung, wie der Eingriff vom 25.08.2016 gegen unsere verfassungsrechtlichen Grundrechte, der Artikel 20 Grundgesetz, zum Widerstand? Wenn der Gesetzgeber die Gewalt durch Vollzug in Deutschland vertuscht oder leugnet, dann leugnet er die Geschichte Deutschlands. Das ist ein Kernproblem. Handeln auf höheren Befehl befreit nicht von der Verantwortung, wenn der Handelnde hätte auch anders handeln können und soll. Ist die Bundesrepublik Deutschland, die Staatsgewalt der Bundesrepublik Deutschland am 25.08.2016 bei dem Staatsbürger Adrian Ursach gewesen und hat gegen die verfassungsmäßige Ordnung das Eigentum des Gewährleistet gehandelt? Ja oder nein? Also haben Sie im Rahmen Ihrer Verteidigung geschossen? Bitte was? Haben Sie im Rahmen Ihrer Verteidigung geschossen? Ich habe keine Zeitung geschossen. Ich habe eine Waffe in der Hand gehalten, aber ich habe keine Zeitung geschossen. Aber sind Sie verstanden, Sie haben eine Waffe in der Hand gehalten? Ich habe eine Waffe in der Hand gehalten, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt geschossen. Und natürlich habe ich das gemacht. Denn was passiert denn, wenn man unser Eigentum angreift und wir keine Rechtsgrundlage mehr haben? Was passiert dann? Dann muss der Bürger neuerdings unter Schutzwind auf dem Zaun sitzen und sein Eigentum verteidigen. Wer greift uns an? Wer?